Moin moin liebe Freunde, was geht ab? Diesmal mein allererstes Video auf diesem Kanal. Ne? Wir wollen es ja auch mal hier ein bisschen zeigen, die Supermotos. Ja, das ist auf jeden Fall meine Supermoto KTM XC450. Komplett auf Supermoto umgebaut. Ja, sieht auf jeden Fall ganz schön nice aus, das Schätzchen. Was erwartet euch hier auf dem Kanal? Auf jeden Fall jede Menge Scheiße. Ja, ich denke mal im Sommer viel am Rumfahren, dann kann ich ja ab und zu mal die Kamera mitnehmen. Jetzt habe ich hier ein Mikrofon angeschlossen an die GoPro. Ich habe gar keinen Plan, ob man mich jetzt überhaupt hört oder ob es knistert, ob es kuschelt, ob es was weiß ich. Ja, dann schwingen wir uns mal aufs Moped, ne? Lange nicht gefahren, ich bin jetzt auch nur hier, keine Ahnung, 5 Minuten hingefahren. Ist auch noch relativ frisch. Ich habe eigentlich gedacht, es ist viel besseres Wetter so. Aber ja. Hier macht schon Platz, du. Danke. Ja, ich habe auf jeden Fall gedacht, es wäre viel besseres Wetter. Wir haben jetzt hier, oh sorry, dass ich schreie, aber cringe. Ich habe gedacht, wir hätten jetzt, also strahlende Sonne ist ja auf jeden Fall. Ich habe gedacht, wir hätten ein bisschen wärmer so. Ja, wie viel Grad sind es? Ich glaube 13 Grad oder so. Ganz schön kriminell kalt noch. Jetzt müssen wir erstmal hier aus dem Waldweg hier erstmal wieder rausfinden. Gar kein Plan, von wo ich jetzt gekommen bin. Ich glaube von geradeaus so. Kleiner süßer Dackel. So ein Feini. Bei Hunden, ne? Immer ganz schön langsam vorbeifahren. Kein Gas geben. Man könnte den Hund ja noch erschrecken. Nicht, dass er noch gefährlich wird, Jungs. Gefährlich. Ja, im Wheelie Game bin ich gar nicht mehr drin. Ich bin jetzt quasi, ja, bestimmt ein halbes Jahr bestimmt nicht mehr gefahren, so. Probieren wir gleich mal ein, aber ich glaube, das wird noch nichts. Ah doch, war eigentlich schon ganz okay, ne? Ich hoffe, man kann meine wunderschöne, lieblich klingende Stimme überhaupt verstehen. Das ist auf jeden Fall so ein 2 € Mikrofon. Ich wollte das erstmal probieren und gucken, ob mir das Spaß macht. Ich denke mal, richtig Spaß wird das machen, wenn wir uns irgendwie ein paar Challenges setzen oder so. Dazu könnt ihr auf jeden Fall gerne mal in die Kommentarbox schreiben, was für Challenges man machen kann. Ich denke mal, jetzt, wenn das gute Wetter anfängt, dann, wenn wir am Spot sind oder irgendwas am Üben sind oder so, dann kann ich auch gerne mal die Kamera mitnehmen. Ich denke mal, das wird ein bisschen mehr Laune machen so. Und ja, jetzt nur kleine OKF durchführen hier, Ortskontrollfahrt. Oh, Nünchen. Da kriegst du die Bock, ne? Drei Mahn zu essen. Ne, Spaß. Boah, jetzt noch 10 Grad Wärme oder so. Perfektes Wetter, ohne Witz. Ja, 10 Grad ist sogar schon. Ja, obwohl, 22 Grad. Wäre auf jeden Fall ganz nice. Gucken wir nochmal. Ne, den hab ich komplett verschissen. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ich warte auf das gute Wetter. Winter macht einen immer psychisch und gesundheitlich einfach richtig am Arsch. Man kann einfach gar nichts machen, klar, ein bisschen zocken und so, arbeiten. Man kommt, man geht im Dunkeln zur Arbeit, man kommt im Dunkeln nach Hause, Digga, das ist nicht normal. Also for real, da bin ich nicht für gemacht. Ich habe gar keine Ahnung, wo wir jetzt hier überhaupt hinfahren. Aber das werden wir gleich sehen, ne? Das werden wir gleich sehen. Ich
Ich wette mit euch, ich labere jetzt hier die ganze Zeit rein, krieg schon einen trockenen Mund vom ganzen Labern so. Okay. Und das Gesprochene und so ist alles für den Arsch. Ich sehe das schon. Am besten brauche ich bestimmt ein anderes Mikrofon oder sowas. Was ist das denn hier? Ein Pflanzencenter? Was gibt es denn da? Bald die Marihuana-Pflanzen ab dem 1.4. oder was? Und wer... Also in seiner Jugend hat man das wahrscheinlich, also hat jeder das wahrscheinlich schon mal durch, einmal ein G zu rauchen. Aber also aus der Zeit bin ich auf jeden Fall raus. Hab schon gar keinen Nerv mehr für. Nachher musste dann noch Lappen abgeben. Oh, wow. So, jetzt nochmal Concentration. Auch erstmal wieder hinten an die Rücktrittbremse gewöhnen, ne? Ich weiß, das ist keine Rücktrittbremse, aber Hinterradbremse, ne? Ich muss auf jeden Fall auch mal gucken, wie ich die Kamera mit dem Sena verbunden bekomme, weil dann kann man ja auch hören, was die anderen am Arbeiten sind, wenn man irgendwo ist. Schon Grefrath. Hier ist auf jeden Fall eine Schlittschuhhalle. Geisteskrank. Krass, ich wusste gar nicht, dass das hier alles so nah ist. Aber wir drehen uns mal. Muss bald auch mit der Karre zum TÜV. Ich glaube, die hat schon 3 Monate oder so kein TÜV mehr. Aber Mopedfahren macht so Bock. Das ist echt geisteskrank. Ich bin auch froh, dass ich mir keinen Öltanker hier, so eine 701 oder eine SMCR geholt habe. Klar, sind für, wenn du zum Beispiel auch mal in die Eifel fahren willst, so Langstrecke sind die, denke ich mal, schon geiler. Aber die wiegen ja auch um einiges mehr. Und ich bin mal eine Probe gefahren, weil ich mich halt nicht entscheiden konnte. Und das ist schon ein komplett anderes Fahren hier, so eine XC. Geisteskrank, also das ist ehrlich wie Fahrradfahren so. Und ja, mit den Ölwechselintervallen und so, das ist jetzt nicht so geisteskrank. Außerdem kann das auch im Endeffekt jeder, der nicht gerade auf den Kopf gefallen ist oder so, kann das auf jeden Fall selber machen, weil, also da gibt es Online-Anleitungen, bla bla blub, also das kriegt jeder hin. Klar, wenn es jetzt um Ventilspiel einstellen und so geht, dann kriegt das im Endeffekt auch jeder hin. Aber da muss man halt sein Köpfchen ein bisschen anstrengen, wenn man das noch gar, also noch nie gemacht hat oder so. Ja, ich habe mein Moped jetzt schon, oh, wie lange habe ich das jetzt? Ja, 1,5 Jahre im Prinzip. Und noch gar keine Probleme gehabt. Erstmal auf Holz klopfen, warte, auf den Kopf. Ja, yeah, moin! Gar keine Probleme damit. Klar, ich bin jetzt auch noch nicht so krank viel gefahren, aber ja, reicht auf jeden Fall. Und jetzt mal einmal richtig durchladen hier. Ah, das macht richtig Laune. Aber warum mache ich das Video jetzt überhaupt? Erstens, jeder kennt ja Moji und hast du nicht gesehen. Und irgendwie sieht das immer so lustig aus und so. Und da habe ich mir einfach gedacht, komm, du probierst das jetzt auch mal. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Und wenn ich wage, der nicht gewinnt. Bis jetzt macht mir das auf jeden Fall Laune. Und ich will das auch ein bisschen lernen, so Videos zu schneiden und so. Ich finde das halt voll cool, wenn man sowas machen kann mit so Effekten und hast du nicht gesehen. Und wer bringt einem das sonst bei? Also, da muss man sich schon irgendwie selber beibringen oder man hat halt einen Kollegen oder in der Familie jemand, der das schon richtig kann. Ich habe da auf jeden Fall gar keine Erfahrung mit. Und ja, oh, richtig schnodderige Nase, Junge, das sag ich euch. Obwohl ich gar nicht krank bin, aber das Wetter, das kühle Wetter. Thank you.
tut richtig gut, auch wenn es kalt ist, aber die Sonne mal wieder zu spüren, das ist ja, uff. Wird man ja bekloppt im Winter, du. Rhythm and Blues. Also ich sag mal so, für jemanden, der nur Spaß haben will, ist eine XC auf jeden Fall das wirklich Beste, so. Oder halt eine FE, wie sie nicht alle heißen. Aber wer jetzt wirklich lange Strecken fahren will und Topspeed und sowas, da ist sowas natürlich nix so. Aber ich finde, da ist ein allgemeiner Supermoto nicht für gemacht. Also auch so eine SMCR, jetzt auf lange Strecke, Autobahn 100, ich weiß nicht, was die fahren, 210 oder so. Wenn überhaupt, nagelt mich nicht drauf fest, Jungs, ne? Aber ich sag mal so, ich glaube, bis Anschlag fährt die hier auch 180 oder 170, weiß es nicht. Dann willst du aber mit so einem Moped auch im Endeffekt gar nicht fahren, Mann. Das ist. Und so ein Moped würde ich mir, also ich persönlich, würde mir sowas nur neu holen. Außer du hast jetzt zum Beispiel einen Kollegen, wo du gesehen hast, also der das Moped hatte so. Und der sagt dann, ja, kannst das kaufen zu einem korrekten Preis. Und du weißt, dass er auch immer die ordentlich warm gefahren hat, Ölwechsel gemacht hat, bla bla bla, weil Digga, die gibt es ja eigentlich immer nur auf Stolle so, also Vollcross Enduro mäßig. Und wenn du so eine Bumsbude hast, die schon richtig rangenommen wurde im Hard Enduro und sowas, Digga, sowas will ich nicht haben, Mann. Also beim besten Willen nicht. Okay, der war todeswack. Ja, dann würde ich mal sagen, das nächste Video wird bestimmt ein bisschen wärmer, ein bisschen freundlicher. Die Leute werden wieder bessere Laune haben. Könnt ihr gerne mal echt in die Kommentare schreiben, was, worauf hättet ihr denn so Bock, was ihr gerne sehen würdet so. Weil jetzt die ganze Zeit nur rumzufahren und zu labern, ich hätte halt Bock mal ein bisschen Faxen zu machen und so. Und wenn ihr da echt gute Ideen habt, könnt ihr das gerne reinschreiben. Am besten nicht so, oh, fahr mal komplett nackt durch Gladbacher Innenstadt oder so, Digga. Da sind meine Eier zu klein für. Nein, Spaß, aber was noch im legalen Bereich ist, würde ich mal sagen, da bin ich auf jeden Fall komplett für offen. Und ja, ne? Wenn euch das Video gar nicht gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao, Kakao. Und haut da rein.